Komplett überraschend wurde heute um 17 Uhr das neue Tiny Houses Accessoire Pack für The Sims 4 vorgestellt. In diesem Video möchte ich den dazugehörigen Trailer kurz und kompakt für euch analysieren. Der Trailer beginnt mit verschiedenen großen Häusern, die aber allesamt keine neuen Objekte, sondern Basisspielinhalte zu bieten haben. Als nächstes erfahren wir schon etwas über die erste große Neuerung dieses Accessoire Packs, dem Tiny Home Grundstückstyp. Diesen wird man scheinbar auf seinem Grundstück direkt umändern können. Laut Blog-Eintrag kann man mit diesem als neue Herausforderung nur 100 Kacheln belegen. Mit dem Grundstückstyp ist es ebenfalls möglich, neue Boni abzustauben. In der nächsten Szene wird auch der neue Stil im Baumodus klar, platzsparend, aber doch schick und modern. Ich persönlich finde alle diese Objekte großartig, besonders die Lampe, die neuen Regale und der gemütliche Sitzwürfel haben es mir hier angetan. Hier sieht man ebenfalls auch das neue Schrankbett, welches man ausklappen kann. So wie es aussieht, hilft das kleine Haus ebenfalls dabei, seine Stromrechnung zu reduzieren. Kleine Highlights sind für mich dieses Bild an der Wand oder das Deko-Objekt für die Küche. In jedem Stockwerk lassen sich ein paar schicke neue Objekte finden, auch diese Tür ist neu. Endlich gibt es auch einen modernen, kleinen Schreibtisch. An neuen Tapeten oder Böden scheinen keine neuen Optionen bereitzustehen. Dafür gibt es ein neues Regal, in der ein Fernseher, eine Stereoanlage sowie Bücherregal integriert ist. Beim Herabziehen des Schrankes kann es aber auch zu kleineren Unfällen kommen. Der Cast bietet laut der Beschreibung eher bequeme neue Objekte wie ein Rollkragenpulli oder Shirtkleid. Die Objekte sind eher aufs platzsparende Bauen ausgerichtet. Das Accessoire-Pack wird am 21. Januar für PC und Mac sowie am 4. Februar für die Konsolen bereitstehen und kostet wie immer 10 Euro. Wie fallen eure ersten Eindrücke zum Trailer aus? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.